Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Enshrouded. Ein neuer Tag, die Sonne scheint, ich habe schon ein bisschen Sachen vorbereitet, ich habe schon hier neuen Flachs angepflanzt und ihr seht, der Safran wächst wunderbar hier auf normalem Grasboden, das ist super. Da können wir direkt mal wegernten. Allerdings habe ich schon die 40 zusammen, die wir für das Upgrade der Flamme brauchen. Und für was wir sonst noch Safran brauchen, weiß ich gar nicht, muss ich gestehen. Ich packe den jetzt erstmal in die Kiste und dann gucken wir einfach mal weiter. Und ich würde gerne die Felder auch noch neu machen. Also bevor wir hier aus dieser Staffel entschwinden, würde ich gerne die Felder hier neu setzen. Und zwar, dass wir hier anständige Felder machen mit dem guten Farmboden, dem gedüngten Farmboden. Aus diesem Grund habe ich Folgendes gemacht. Die Bäuerin hat eine eigene Mühle bekommen, in der jetzt Mehl gemahlen wird. Dann habe ich dem Alchemisten die uralten Knochen hier wieder reingelegt, dass dieses Mehl da, das fossiler Knochenstaub gemacht wird, damit wir uns dann am Ende den gedüngten Boden machen können. So, das ist das Erste. Dann haben wir in dieser Kiste unser letztes Flammen-Upgrade, haben wir soweit zusammen. Das hat noch der Safran gefehlt, den habe ich von ihm geerntet. Das bedeutet, wir können jetzt die Flamme auf die letzte Stufe bringen. Oder ich glaube, derzeit letzte Stufe. Ich bin mir unsicher. Werden wir gleich sehen. Level 6. Ja, jetzt können wir nicht mehr stärken. Das heißt, das ist die letzte Ausbaustufe von der Basis. Altar aufwerten. Das können wir eigentlich auch mal machen, oder? Machen wir mal. Dann haben wir nämlich hier ein bisschen mehr Platz. Um die Basis rum, wo wir uns noch erweitern können. Wie weit geht denn das jetzt? So sehe ich gar nicht, weil ich jetzt keinen Bauhammer dabei habe. Auf jeden Fall ist der Bauplatz jetzt wesentlich größer. Dann können wir auch die ganzen Kanten hier schön machen. Ne, wir haben ja hier immer noch diesen sehr hässlichen Absatz. Hier sehen wir das Fundament noch so ein bisschen durchgucken. Dann können wir vielleicht hier rundherum das so ein bisschen angleichen, damit es nicht so abgetackert aussieht hier in der Filmkulisse. Genau, die Felder würde ich gern schön machen mit solchen Umrandungen und dieser gedüngten Farmerde. Was wir jetzt aber als erstes mal machen, denn es wird hier langsam eng in der Schmiede. Die Jägerin zieht heute ein. Dazu müssen wir diese Hütte hier fertigstellen. Das bedeutet, wir brauchen mehrere Fenster. Ich überlege jetzt nur gerade, die Aussicht finde ich gar nicht mal so gut, ob wir nicht hier ein zentrales Fenster setzen und hier lieber drei rein. Ich glaube, das fände ich besser. Das machen wir auch. Ich würde mal kurz die Fensteranordnung hier ein bisschen ändern, damit die Sichtrichtung Landesinnere da, oder wie sagt man das? Ja, damit die auf jeden Fall ein bisschen mehr Aussicht hat auf den Turm und so weiter. So, jetzt muss ich nur kurz gucken, weil ich nicht mehr weiß. Das war, glaube ich, der Palmholzblock war das, ne? Und dann würde ich sagen, machen wir hier auch Doppelfenster. Machen wir hier doppelte Fenster. Ich weiß nur nicht, ob das passt. Das sehen wir jetzt gleich. Also hier würde ich, glaube ich, ein Fenster weniger machen. Wie die Jägerin. Da langt auch eins in der Mitte. Wir gucken mal kurz. So müsste es eigentlich gehen. Dann machen wir die erstmal zu. Splutsch, splutsch. Ups. So, und dann machen wir hier... Oder machen wir Doppelfenster an den Seiten? Würde das hingehen? Das würde passen, ne? Machen wir hier Doppelfenster. Jo. Machen wir hier große Doppelfenster und hier machen wir auch Doppelfenster hin. Eins, zwei. Aber ich glaube, dann würde ich die noch um eins nach innen verschieben. Dieses Bausystem ist einfach nur gut. Und hier mit den schönen Holzteilen, das finde ich wirklich richtig schick. Ups. So, haben wir hier schöne große Doppelfenster. Das hier vorne lassen wir als eins. Ich würde sagen, das passt ganz gut. Und hier machen wir auch nochmal das gleiche.
Jups. Passt das? Bitte, ja, passt. So, mal gucken, ob das geht, wie ich mir das vorstelle. Da bin ich jetzt sehr gespannt. So, jetzt müssen wir zum Schreiner. Der muss uns neue Fenster machen. Also, jetzt brauchen wir erstmal eine Tür für die schöne Hütte. Also, da wir geschnitztes Holz in der Wand haben, hat die wirklich einen Steinrahmen? Die Tür? Kommt die mit dem Steinrahmen? Ich würde sagen, fast ja, ne? Die würde schon ganz gut passen, aber ich glaube, die passt besser. Ach, die ist mit Bronzebeschlägen. Das ist aber auch Stein, oder? Ja, das ist auch Stein. Das gefällt mir aber zu dem Holz nicht wirklich. Dann machen wir mal die und gucken uns an, wie das hier wirkt. Wobei, wir haben ja einen Steinsockel. Vielleicht passt das ja ganz gut sogar. Ich habe keinen Plan. Mal gucken, wie es ausschaut. Ich glaube, ich will die so rum haben. Ja, ist jetzt nicht hundertprozentig die Steinfarbe vom Boden. Aber ich finde, die Tür passt ganz gut, weil es halt mehr Holz ist anstatt nur Stein. Ne? Und wenn wir jetzt so eine Steintür mit Metallbeschlägen haben, fände ich das, glaube ich, nicht so geil. Okay, dann brauchen wir ein normales... Ne, Quatsch, wir haben ja keine Doppelfenster, gibt es ja gar nicht. Also, wir brauchen 3, 4, 5, 9 Fenster. Jetzt gucken wir mal, was der uns anbieten kann in Holzart. Falsche Person. Ich wollte nicht, sorry, dass ich deine Privatsphäre gestört habe. Ich wollte eigentlich hier hin. Fenster. Nee, Eisen finde ich passt nicht. Stein passt für mich auch nicht. Ich finde, das hier passt zu einem dunklen Holz. Da müssten wir nur noch ein paar Nägel beim Schmied herstellen. Aber das ist ja, glaube ich, das geringste Problem. Nö, erstmal nicht. Ich komme vielleicht später nochmal auf dich zurück. So, bitte 9 Fenster hätte ich gerne. Und zwar in diesem Stil. So, jetzt hoffe ich mal, ob das aufgeht hier, wie ich mir das so vorstelle. Aber es wird schon werden. Da bin ich schon davon überzeugt. Ah, die gucken oben wieder raus. Warum ist das so? Warum ist da so eine kleine Lücke? Dann ist das der Lüftungsschlitz. Ich habe jetzt keine Lust, wieder so gedrungene Fenster zu machen, wie bei dem Schmied gegenüber. Oder? Wenn wir da jetzt eins rausnehmen, wird es wahrscheinlich doof. Ich meine, wir können das mal testen, aber... Wenn ich jetzt hier nochmal... Achso, das geht nicht, ne? Den müsste ich vorher setzen. Wir testen das mal bei einem der Fenster. Wir probieren das mal hier. Ups. So, wenn wir jetzt hier die oberste Kante reinsetzen wieder. Geh doch rein. Und jetzt die Fenster reinsetzen. Die Lücke ist geschlossen, aber ich krieg Platzangst, oder? Ist das schön? Nee, schön ist anders. Wir gucken mal kurz von außen. Oh. Sieht halt hoch besser aus, oder? Obwohl halt oben diese Kante fehlt. Die Frage ist, ob wir vielleicht einen Fenstersturz reinmachen. Nicht aus dem gleichen Material, sondern so wie bei der Tür. Vielleicht können wir ja sowas was oben reinsetzen, was so ein bisschen dezenter und nicht so aufdringlich ist. Weil ich meine, dieses Geschnitzte sieht schon echt gut aus. Das war dieser hochglanzpolierte Stein, ne? Oder war das der normale? Ich nehme mal beide. Wir gucken uns das mal an. Also, dass das so ein bisschen das hier übernimmt, ne, den Stil. Komm, wir machen das mal bei dem Fenster, da muss ich nicht so viel ersetzen.
So, was haben wir denn? Wir haben diesen grauen Stein und den weißen Stein. Okay, das würde farblich passen, aber optisch stimmt da irgendwas überhaupt nicht. Da reißt ja komplett diese Verzierung kaputt. Dann nehmen wir den, woraus der Boden ist. Nee, guckt euch das mal an. Da geht irgendwas richtig an Arsch. Hier an der Seite, das sieht ja... Nee, das kann ich nicht machen. Haben wir noch einen alternativen Stein? Nur den Standardstein hätte ich noch anzubieten, aber ob der geil aussieht, möchte ich mal hart bezweifeln. Und dann haben wir verwittert. Und den Stadtmauerblock können wir noch ausprobieren. Ich befürchte nur, dass das von der Optik in der Hütte immer wieder zerrissen wird, egal welchen Block ich einsetze. Okay, das ist direkt raus. Das ist, glaube ich, der hässlichste Block im gesamten Spiel. Was ist denn das? Nee, das können wir nicht machen. Aber diese Fenster, wo oben hier Luftschlitze sind, sind auch blöd, oder? Den schicken Steinblock habe ich den nicht. Regie sagt gerade, es gibt einen schicken Steinblock. Stadtmauer, Palmholz, normaler, hochglanzpolierter, grober. Es gibt einen schicken. Es gibt einen schicken Steinblock. Grober. Verwitterter. Kommt der hier ungebetene Gäste, kommen hier rein. Bin doch hier gerade an wichtigen Dingen, da kann man doch hier den kreativen Fluss nicht über... Ja, müssen wir doch Bauschaum herstellen, ja. Ja, es wird nichts, ne? Also mit, ob wir es manuell gebaut haben oder fertig, ist ja völlig wurscht, das macht keinen Unterschied. Weil das Fenster habe ich definitiv nicht manuell gesetzt. Das ist fertig drin gewesen. Sieht auch blöde aus. Ja, was machen wir? Halbhohe Fenster oder mit Luftschlitz? Ich finde die mit Luftschlitz schwierig. Wobei es halt schön hell ist, wenn es so groß ist, ne? Ist mir jetzt wurscht. Ich nehme das. Ich setze das wieder ein. Da ist oben halt ein Luftschlitz. Ich finde es einfach zu gedrungen, die Fenster, wenn die so halb hoch sind. Außerdem müssen wir ja langsam mal zu Rande kommen, sonst haben wir uns hier 5 Stunden lang über Fenster unterhalten. Das passt schon so. Achso, ich lasse mal das Material im Inventar. So, Tür ist drin, Fenster sind drin. Dann ziehen wir mal die Sachen der Jägerin um, hätte ich gesagt, oder? Ich mache mal ein bisschen Platz. So. Also der Webstuhl, da müssen wir nochmal gucken, der stellt nichts mehr her, da haben wir Stoffe. Dann brauchen wir den hier, der macht auch nichts mehr, den können wir auch mitnehmen. Hier haben wir auch nichts drin, das nehmen wir auch mit. Guck mal, kriegt der hier richtig Platz, dann können wir mal ein bisschen das Ganze entzerren, ne? Dann können wir die eine Köhlerei da drüben noch hinstellen, dann sieht es nicht ganz so gequetscht aus hier drin. So, wo bauen wir dich hin? Also, wir haben einen ziemlich imposanten Webstuhl. Ich würde sagen, der passt hier schon ganz gut so fürs Fenster, ne? Den hier mal mit X. Ne, mit X ist das blöd. Da glitscht er in die Wand. So. Das geht nicht. Oh, ich habe wieder einen Webstuhl gefunden. Welch glückliche Fügung. So. So, ich stelle den jetzt ein bisschen weiter weg. Ah, der glitscht auch da unten rein, sehe ich gerade. Haben wir da noch eine bessere Ecke für den Webstuhl? Vielleicht sollten wir den hier hin machen. In die Ecke.
dann wäre das so abgekapselt. Aber so geht's. So können wir den hinstellen, hier in die Ecke. Dann kriegt er so ein bisschen Licht, dann kann die auch im Fenster besser arbeiten, weißt du? Anstatt hier so abgeteilt zu sein. Jo, das finde ich gut. Guck mal, da fällt das Licht auf den Stoff. Das sieht richtig gut aus. Das ist hübsch. So, dann hat es ein Spinnrad. Und diese Gammeldings hier. Da machen wir die Gammel, machen wir hier in die Ecke. Und ich hätte gesagt, wir machen die so rum. Da verschwindet es in der Wand. Ja, hat sie hier so hier einen Arbeitsbereich. Und das Spinnrad machen wir hier davor. So müsste das passen. Hier ist das Fußpedal da vorne zum Anwerfen von dem Ganzen. Machen wir hier so vor die Tür. Sehr schön. Jetzt hat die Jägerin endlich ein Zuhause. Das freut mich natürlich sehr. Jetzt haben sie alle hier zu Hause. Und die Bäuerin braucht auf jeden Fall eine neue Hütte. Aber warte mal. Jetzt habe ich gerade was gesehen. Wir haben hier noch ein Fenster über. Ich will mal ganz kurz die Fenster vergleichen, wie die aussehen. So. Das Fenster sie zieht hier ein. Wo stellst du dich hin? Am besten hier so dazwischen ins Licht, oder? Sehr schön. So, du brauchst auch noch ein Bett, ne? Hier in der Ecke muss noch ein Bett und so weiter. So, jetzt tauschen wir mal ein Fenster aus. Nehmen wir das hier. Nur mal kurz gucken, wie das aussieht im Vergleich. Das hat auch so eine Luftritze. Okay, nee, da wird es nicht besser. Ich denke, das hat was mit dem Block zu tun. Ja. Das Einzige, können wir es höher setzen? Nee, geht auch nicht, ne? Dass man die nicht quer drehen kann, ist echt schade. Naja, gut, wird ja noch werden. Du hast auf jeden Fall schön. Jetzt brauchst du aber auf jeden Fall Licht hier drin. Ich glaube, ich mache dir so einen Kronleuchter, wie ich bei mir zu Hause habe. Warte mal, ich habe doch hier hinten... Haben wir nicht einen über hier? Nee, hatte ich kein Gesetz, weil die Deckenhöhe nicht gepasst hat. Kriegst du aus und schicken Kronleuchter wie deinen Nachbarn. Was hat der eigentlich für Fenster? Ach, guck mal. Hier habe ich so gemacht. Der hat auch die Fenster auf halber Höhe. Weil ich da auch schon das gleiche Problem bin. Aber so sieht es von meinem Geschmack sieht's so besser aus. So, Kronleuchter herstellen. Jetzt weiß ich wieder nicht, wer die Kronleuchter herstellt. Warst du der Kronleuchterhersteller? Ich glaube, der Schreiner war es, oder? Kann das sein? Ich glaube, der Schreiner war es. Hm? Okay. Hast du Licht? Lichtquellen. Oh, die neuen Pflanzen haben wir... Aha, die haben wir auch noch. Sehr edel. Die sehen auch gut aus, ne? Müssen wir aus Leuchtbewuchs und so weiter erstellen. Aber sie kriegt... Oh, die Kronleuchter gibt es auch mit Bronze? Wusste ich gar nicht. So, jetzt weiß ich wieder nicht, wo Kerzen hergestellt werden. Aber ich glaube, die habe ich selber hergestellt, oder? Kann das sein, dass wir Kerzen so hergestellt haben? Lichtquellen. Greifhaken, wo habe ich es denn gerade gesehen? Da. Ja. Machen wir mal 10 Stück. So, Lichtquellen. Kriegt ihr jetzt den Schicken? Von der hat ja gar nicht den anderen. Oder geht's hier noch weiter? Ach, hier geht's noch weiter. Die hab ich bei mir, ne? Da die so ein edles Haus hat, kriegt die Dame hier so ein Bronze Kronleuchter. Ne? Will ja nicht den Stiel hier irgendwie und durcheinander bringen. So, das wäre ein bisschen hoch. Jetzt überlege ich gerade. Was ist das hier? Strohdach. Was haben wir? Palmholz haben wir, ne? So, kriegst du hier einen Querbalken rein, dann wird es wieder zu hoch. Oder machen wir oben Querbalken? Wie habe ich denn das bei dem Schreiner gemacht? Da hatte ich einen Querbalken.
Leute, ich sehe nichts. Muss ich mal ganz kurz ins Bett legen. Mir wird das hier zu dunkel. Komm, Nacht, zieh vorbei. Wow, ich sehe viel mehr. ganz kleiner Augenblick. Kann ich meine Fackel, kann ich doch irgendwie droppen, oder? War das nicht so? Das geht mit der nicht. Das geht mit der nicht. Die anderen Fackel konnten mal droppen. Die kannst du nicht droppen. Guck mal, hier steht's. Ah, jetzt. Doch, geht doch, siehst du. Muss nur wissen, wie. So, Palmholz haben wir. Du kriegst von mir jetzt hier... So müsste doch schon reichen, oder? Jo. Nice. Dann nehme ich mir doch gerade mal meine Fackel wieder. Jo. Es sieht ein bisschen komisch aus da oben, aber es wird schon. Da hat sie wenigstens hier ordentlich Platz. So, du brauchst noch ein Bett. Du brauchst noch ein Bett. Aber warte mal. Wer macht Betten? Du machst Betten, ne? Wir hatten doch die neuen Betten. Die hier mit grünem Stoff. Den haben wir nämlich gefunden. Das Ding passt ja nochmal null in meine Bude. Weil die Alternative wären die Steinbetten und es geht gar nicht. Wir haben ja das Bett. Ich finde, das passt eher oben in meine Hütte rein als das hier. Da der Komfort ja sowieso erhöht wird, kriegt sie das gute Bett. Weil ich habe so Fachwerk und ich finde, das grüne Bett passt bei ihr auf jeden Fall besser rein. Dann kriegt sie hier, wie stellen wir das? Das Bett hier davor? Ne, ich glaube, wir stellen das so. Ach, ich will Wärme. Sie hat keine Wärme. Warte mal, müsste das nicht dann drüben entsprechend gepusht werden? 53 Minuten. Ja, ja, ja. Alles klar. Kann es auch bei ihr stehen. Weil ich finde jetzt meinen rustikalen Stil hier mit Fachwerk finde ich jetzt ein bisschen schicker. Da würde ich jetzt ungern dieses super schöne Bett da reinstellen. Ich meine, hier passt es auch nicht hundertprozentig, aber zu dem Steinboden passt das, glaube ich, einigermaßen. Ich überlege nur gerade, ob wir das hier mittig stellen. Und sie bräuchte noch einen Nachttisch, oder? Kriegen wir den auch noch hergestellt? Kannst du auch Nachttische im gleichen Stil? Hier, das wäre doch das, oder? Boah, da gibt es ja richtig geile Tische. Guckt euch das mal an. Hier, der Mutter des Fliesentisch. Den können wir jetzt selber herstellen mit Glas. Nice. Cool. Aber weißt du was? Die braucht dann auch noch ein Grusellicht. Ich kann die ja nicht hier ohne Nachttischlampe gehen lassen, oder? Was haben wir denn hier an so kleinen Lichtchen zum Hinstellen? Machst du Licht? Okay. Ja, sehen uns später. Okay, dann lass das hier mal hinsetzen. Also ein Nachtschränkchen im gleichen Stil. Wobei das ein bisschen hoch ist fürs Fenster, ne? Ist nicht so schlimm, oder? Wir drehen das Bett so und machen den Nachttisch rechts daneben. Würde ich fast besser finden. Machen wir den Nachtschrank nämlich hier so hin. So. Und dann das Bett. So, und da drauf kommt jetzt die Grusellampe. So. Drehen wir so ein bisschen quer, oder? Ja, so. Ja, wunderschön.
So, für die Gemütlichkeit brauchst du aber noch einen Teppich, ne? Keiner will morgens aufstehen und möchte hier auf den kalten Fliesen rumlatschen. Das muss ja auch nicht sein. Lichtquellen, Zäune, Leitern, Geheimtüren, wo sind denn? Badezimmerschränke? Wer hat da nochmal Teppich hergestellt? War das sie? Ich meine, sie hat den Webstuhl. Eigentlich müsste sie ja Teppiche herstellen. Tierfell, roter Stoff. Ach, die kann jetzt die Stoffe herstellen mit dem Minzfleisch. Ah, interessant. Sehr interessant. Okay, okay, okay. Ich sehe. Ja, Teppiche. Oh, guck mal. Mit einer Indigo-Pflanze kriegt sie noch den praktischen Läufer. Ich bekomme gleich wieder. Indigo ist, glaube ich, das, was ich hier noch angepflanzt habe. So. Ja, super. Ich glaube, eins der schönsten Häuser. Die brauchen noch ein bisschen Pflanzen und so weiter, aber das geht schon. Teppiche. Bitte diesen hier. Good Hunting. Ja, guck mal. Na, das ist aber hier... Die feine Dame kriegt die schickeste Hütte. Sehr schön. Das gefällt mir gut. So. Jetzt brauchen wir nur ein paar Pflanzen im Außenbereich. Und zwar mit dem... Das war der edle Stein, ne? Dann machen wir hier genauso wie bei den anderen, machen wir hier so ein kleines Pflanzbeet hin. Damit die so ein bisschen, damit es hier nicht so leer ist. Ich überlege gerade, ob wir hier irgendwie noch... Nee, wir machen das, wir fangen hier so an. Und ziehen einfach das hier so ein bisschen rum. Weil dann hat es auch so einen schönen Sockel. Und dann kommt da Pflanzerde rein. Ich hoffe, ich habe noch so viel. Oh, das ist nicht gut. Oder sind das zwei, die fehlen? Ah, das sind zwei, die fehlen. Okay. Und dann machen wir das hier einfach weiter und dann ist die Treppe so ein bisschen integriert in diese Pflanzbeete. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch Blumenerde da haben. Wenn nicht, müssten wir die besorgen. Wie lange haben wir denn die Folge? Oh, fast eine ganze Folge Einrichtungsfolge. Das könnte schwierig werden. Das wird nicht reichen. Mal gucken, ob wir da so ein bisschen fuggeln können. So, Erde. So, wenn wir jetzt unsere Hake nehmen, müssen wir das doch verteilen können, oder? Und außen müssen wir es halt noch wegtackern. So, wenn wir das jetzt rein theoretisch, wenn wir das jetzt abbauen. Müssten wir sogar mehr Erde haben, als wir vorher hatten, oder? Haben wir überhaupt was eingesammelt gerade? Ich glaube nicht. Wie repariere ich das wieder, was ich hier kaputt gemacht habe? Habe ich da jetzt gerade einen Fehler gemacht? Ah, das verschwindet mit der Zeit, okay. Hey. Okay, müssen wir gleich nochmal korrigieren. Das ist ja vielleicht sogar sinnvoller. Ja, wir haben sie verbraucht, die Erde, sehe ich gerade. Ist ja sogar vielleicht sinnvoller, wenn wir die, wenn wir die gar nicht mit der guten Spitzhacke wegtackern, weil das geht ja alles kapeister. Mal gucken, ob wir noch so genügend haben. Wenn nicht, muss ich halt noch Pflanzenerde besorgen. So, wenn ich jetzt hier verteile. Hat das gefüllt oder hat das nicht gefüllt? Sieht bald so aus, ne?
So, jetzt die Frage, wie kriegen wir hier draußen die Sachen weg, ohne dass wir kurz unsere Bude beschädigen. Ah, so geht's. Und hier noch. Oh, da oben ist auch noch was drauf, sehe ich gerade. Geht das? Repariert sich das noch? Das sieht ziemlich zerstört aus, ne? Moment, ich brauche kurz Dinge. Ich brauche Boden. Achso, hab ich dabei. Okay. Meint ihr, das beruhigt sich noch? Ich befürchte nicht. So. Oh, da fällt immer noch einer. So. Ja, wunderbar. Sieht ein bisschen merkwürdig aus hier vorne, als wäre das dicker als auf der anderen Seite. Ist das höher? Na, so geht's. Ja, geht schon. Das wird schon. Ich glaube, das sitzt um eins höher jetzt da drin. Ja, die ist halt, das ist halt, weiß ich nicht. So, bist du zufrieden, junge Frau? Oder hätten wir gerne noch ein Arbeitslicht zusätzlich zu dem da oben? Hättest du noch gerne eine Fackel oder sowas an den Wänden? Ich meine, der macht schon ordentlich Licht, aber... Zufrieden? Die guckt glücklich, glaube ich. Oder? Na komm, ein Licht kriegst du von mir noch. Wir gucken nochmal, was hier was der Schmied noch herstellen kann. Schmied vor allen Dingen. Schreiner natürlich. Lichtquellen. Geheimtüren. Lichtquellen. Du kriegst von mir noch... Was haben wir denn noch in dem Stil? Die finde ich ganz schön. Mit Glühwürmchen wäre das. Aber da habe ich nur wenige von und die machen auch nicht gescheit Licht. Weißt du was? Ich habe ja hier... Du kriegst von mir noch ein paar Wandkerzen. Ich glaube, die passen besser in deine Bude. So, dann kriegst du hier zwischen den Werkbänken. Okay, hier beim Spinnrad auf jeden Fall. Und... So. Ja, das müsste doch reichen, oder? Bist du zufrieden? Sehr gut. So, jetzt gucken wir noch nach Flachs. Der ist nämlich auch gewachsen. Und dann können wir nämlich noch Garn anwerfen. Das brauchen wir nur für die Rüstung. Dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall eine neue Rüstung herstellen und vor allem neue Werkzeuge. Oh, da habe ich irgendwas umgepflanzt. Kann das sein? Oh, oh. Der war noch nicht fertig gewachsen. Okay, ich setze wieder hin. So, dann können wir direkt mal ausprobieren, wie sie mit den Gerätschaften dazu zurechtkommt. Ja, die ist höher, die Wiese. Die ist um eins höher als da drüben. Irgendwie gefällt mir das nicht. So, ich habe dir Flachs mitgebracht. Nein, wir wollten hier an das Spinnrad. So, das lassen wir mal durchlaufen fürs nächste Mal. Und dann sollten wir hier eigentlich die Polsterung machen können, oder? Kannst du Polsterung schon machen? Polsterung? Genau, da fehlt nämlich der Leinen noch, den habe ich vergessen.
Genau, weil wir hatten alles in Stoff umgewandelt und wir brauchen, glaube ich, x-fach Polsterung für die Rüstung. Das können wir ja zum Ende der Folge nochmal anschauen. Was für Polsterung er für diese neue Rüstung braucht. Eine. Sechs. Acht. Zwölf. 14 Polsterungen. Oh. Oh. Und du brauchst für eine Polsterung. Boah, ist das teuer. Fällt mir jetzt gerade mal auf. Okay, das Leder langt aus. Der Stoff langt nicht aus. Und der Leinen langt nicht aus. Na gut, also da muss noch ein bisschen was hergestellt werden. Aber du hast wohl das schönste Bett im gesamten Königreich. Nee, im gesamten Dorf. Das finde ich schon sehr schön. So, jetzt gucken wir nochmal am Ende, was hier die Ausdauer so sagt. Mit den neu gesetzten Sachen sind wir so bei 57 Minuten. Ja, das kann man doch anbieten. Das ist doch schon mal ganz schön. Sehr gut. So, und die Kiste können wir auch mitnehmen. Die brauche ich hier nicht sitzen. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Jetzt sind wir ja am Ende von der Aufrüstungsorgie. Von daher kann die Kiste hier wieder rein. Guti. Dann sind wir schon am Ende einer Folge. Haben der Jägerin endlich eine passende Hütte gebaut. Das werde ich noch korrigieren zum nächsten Mal. Hier die etwas höhere Erde, das kriegen wir hin. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und bringt Bauschaum mit, denn da oben zieht's durch. Foxy winkt auch. Bis morgen. Tschüss.